Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Boah, ist das schon ewig her, dass ich eins gedreht habe. Ungefähr so, das letzte war das Schminkkörbchen und das hatte ich Mittwoch, also vor 1,5 Wochen gedreht. Heute ist Freitag. Ja, es ist schon ewig her, also über eine Woche nichts mehr gedreht, weil ich lag auch flach, ich war krank. Ich hatte übelsten Herpesanfall, also Fieberbläschen und übelste Beule auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob ihr meinen gigantischen Pickel noch seht, aber das war so ein Oschi. Ich war das allerletzte Einhorn, das allerletzte, sage ich euch. Und heute möchte ich einen Look zusammen mit euch kreieren. Ich habe mir zwei Paletten ausgesucht. Ich weiß noch nicht, wo es uns. Also ich weiß, in welche Richtung. Ich möchte pink sein. Mit den Mädels haben wir am 21. pinken Look, den möchte ich schon mal vordrehen, weil ich nicht weiß, ob ich dazu überhaupt komme. Und irgendwann gibt Hand und Fuß und mit einer Hand schminken und blind schminken und keine Ahnung was. Ich habe mir einmal von Laura Lee die Animal Collection, die Party Animal Collection ausgesucht. Da ist ein mega schöner Pinkton drin. Den möchte ich eventuell benutzen, vielleicht auch integrieren mit den anderen Tönen. Dann habe ich mir hier auch diese Colourpop-Geschichte hier ausgesucht, die Element of Surprise. Denn da ist auch ein wunderschöner Pinkton drin. Und ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Ich bin jetzt schon seit einigen Stunden gerichtet, außer die Augen, weil dafür wollte ich mit euch zusammen ein Video drehen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ihr Bock habt, eben einen pinken Look mit mir zu kreieren, dann bleibt einfach dran. So ist es. Ich habe hier auch natürlich saubere Pinsel am Start, weil ohne sauberen Pinsel können wir nicht anfangen. Dann würde ich auch sagen, gehen wir so ein bisschen in dieses warme. Ja, das ist so ein warmer Braunton, also eher so in die Beige-Richtung. Dafür nehme ich einen synthetischen Pinsel, denn ich will nicht allzu viel Farbe drauf. Wie gesagt, Lidschattenbase habe ich schon drauf. Ich versuche jetzt mal im Bilde zu sein. Das passiert mir voll oft, dass ich dann so, ja, so schwach werde und einfach runtergehe, weil ich einfach entweder nichts sehe oder, keine Ahnung, ganz nah an meinem Spiegel dran kuscheln möchte. Aber ich dachte, jetzt habe ich ein bisschen, nehme ich mir eine Pause vom Aufräumen. Ich hasse es ja, alles am Stück zu machen. Ich mache 10.000 verschiedene Sachen. Ich dachte, ich schmink mich einfach. Vielleicht mache ich noch einen aufgebraucht, denn ich habe schon einen Teil aufgebraucht gedreht und den anderen Teil noch nicht. Ja. Ja, ich würde doch gerne irgendwie was Lilanes benutzen. Ja, ich habe mal, da ist auch ein wunderschöner Lilaton drin. Hier ist auch ein wunderschöner Lilaton dran. Ich weiß aber nicht von wo. Den machen wir jetzt erstmal sauber. Den Pinsel. Ich weiß nicht, was ich da benutzt habe. Fällt mir gerade nicht ein, aber ich. Ja, keine Ahnung. So, ich hoffe, der ist jetzt sauber. Ja, und wie so oft habe ich dann irgendwie spontan entschieden, ich mache doch jetzt ein Video. Warum auch immer. Ich gehe in dieses dunkle, dunkle Lila rein. Ich bin ja super gespannt, wie diese Palette sein wird. Und trage mir das jetzt erstmal hier hinten auf. Mega, mega. Seht ihr, das ist ja auch schon wieder das. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich es am besten hinkriegen soll, dass ihr das seht, denn mein Stativ ist auch noch kaputt gegangen. Ich muss mir dringend ein neues kaufen. Sonst sehen wir echt nur noch schwarz. Nur noch schwarz. Oder ihr seht nur noch meinen Haaransatz, den ich übrigens gesträhnt haben lasse. Strähnchen machen lassen habe. Mega Pigmentation, also wirklich, die Pigmentierung ist assrein. Und lasst euch nicht stören von meinen Wörtern oder sonst was. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich mache das lieber freie Schnauze. Ich bin hier nicht, ich muss nicht so wie die anderen sein. Das werdet ihr auch nicht auf meinem Kanal sehen, denn ich bin so, wie ich bin. Und ich werde mich sicherlich nicht für andere ändern. Nur weil ihr oder einen von euch es so nicht gefällt, werde ich das nicht machen, egal wie sehr ihr meine Videos vielleicht mögt oder sonst was. Wenn es einen Satz gibt, den ihr nicht mögt oder Pigmentation oder Pigmentierung oder was auch immer ich immer sage und es gibt's nicht, ja, aber warum sollte ich mich nicht von der Masse abheben? Ich meine, jeder hat doch sein Ding, was er gerne macht
Und ich bin halt jemand, ich bin halt gerne mal anders da. Ich wollte ja immer gleich sein wie andere und habe immer versucht, mich irgendwie anzupassen, aber habe dann schnell mitgekriegt, dass ich doch gerne bin, wie ich bin. Und wenn ich sage 10.000 Mal die Mumu, dann ist das die Mumu. Dann wird das auch die Mumu bleiben. Das sage ich nicht, weil ich jetzt Scheide sagen möchte oder V-Zone oder Bikini-Zone. Nee, ich will Mumu sagen und deswegen sage ich auch Mumu. Punkt. So, ich nehme den neonpinken Ton. Ich feiere diese Palette jetzt schon. Es sieht wüst aus. Ich werde das Ganze noch verblenden. Aber seht ihr dieses wunderschöne, schimmernde Lila? Das ist Hammer. Das Pink hat Glitzerpartikel. Ich bin ja sehr gespannt. Und es ist sehr pudrig. Im Gegensatz zu dem Lilanen. Das Lilane war eher cremig. Ich könnte ja auch die Palette nehmen. Und es ist auch nicht ganz so pigmentiert wie das Lila. Weil es gibt viele, oder einige, sage ich mal, nicht viele, aber es gibt ein paar, die schreiben mir gerne, wie ich denn oder was ich denn sagen könnte oder. Ja, was ich halt anders da machen könnte, Kritik, wo ich mich verändern könnte, wo zum Beispiel ihr nur meinen Haaransatz seht, ja, aber nicht meinen Wortwand oder wie ich mich verhalten soll, ob ich jetzt meine Schultern da oben habe den ganzen Tag, ja, und es für mich bequem ist. Leute, jeder ist doch wie er ist und er sollte auch so sein. Und ihr solltet ja mich schauen, weil ich so bin, wie ich bin und nicht so sei oder so mich schauen wollt, wie ich sein sollte. Eurer Meinung nach. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich sag ja auch nicht, hey, könntest du bitte anders da schreiben? Oder wärst du mal so freundlich und würdest mal deinen Kopf auf rechts drehen? Passt mir besser. Vielleicht gehe ich noch mit dem Blau rein. Also, das ist so geil. Ich feiere diesen Look. Klar, es ist kein. Ich hoffe, wir machen nichts nachher, weil dann müsst ihr mich so ertragen. Also ich feiere den Look. Die Glitzerpartikel hätten nicht unbedingt sein müssen, aber ihr seht, es lässt sich auch wunderschön hier schon verblenden, ohne dass ich mit dem Pinsel reingegangen bin. Und vielleicht lasse ich auch diese harte Kante. Irgendwie gefällt sie mir doch ganz gut. Dieses perfekt hart. Hier sieht es besser aus, weil ich es da höher gezogen habe. Gehen wir noch mit den Lilanen noch hier so ein bisschen höher rein. Meine Softbox piept, glaube ich. Hammer, Hammer. Genau, ich baue jetzt mal kurz das Lila so ein bisschen auf. Und dann gehe ich in dieses richtig krasse Dunkelblau. Um das einfach nochmal hier zu verstärken. Ich möchte um Gottes Willen nicht so sein, wie andere mich gerne hätten. Das ist genau der. Ich habe mich. Nicht, dass ich mich jetzt mega gefunden habe, aber ich. Es hat schon immer jemand versucht, irgendwas an mir umzuändern, zu verdrehen, zu vertauschen. Wie viele damalige Beziehungen auch deswegen gescheitert sind, weil niemand da so richtig dran kam. Ja, weil ich einfach so sein wollte, wie ich bin. Und ich meine, meine Freundinnen sind ja auch nicht mit mir befreundet, weil sie mich gerne verdrehen wollen, weil dann sind wir ja keine Freundinnen und dann passt ja irgendwas nicht. Und es wird immer im Leben irgendwas geben, was man einfach akzeptieren muss. Einfach hinnehmen und gut ist. Ich möchte jetzt diesen anderen Pinkton aus dieser Palette mal nutzen. Und zwar habe ich jetzt geguckt, was ich so Neues habe und was wir zusammen benutzen könnten. Und dieser Pinkton hat so einen leichten lila Shift. Ich weiß nicht, ich nutze immer Feiertage und keine Ahnung, was zum Putzen. Okay, das war ein bisschen too much. Das möchte ich so ein bisschen hier. Okay, das war's eigentlich schon. Was will man mehr? Ich gehe.
Der 506er, der ist der absolute Shit, sage ich euch. Ich liebe den. Ich könnte ihn nur benutzen. Ja, ich könnte ihn nur benutzen. Ich guck mal, ob ich jetzt dieses Beige nochmal nehme. Genau. Hier so ein bisschen, nur so minimalste, so einen Feinschliff reinzubekommen. Leider krümelt dieses Pink mit Glitzer sehr stark und man hat dann das Glitzer hier so hängen, was natürlich echt doof ist, aber ja. Was soll man machen? So ist es eben. Ich habe dann noch eine Idee gehabt und zwar habe ich hier die Make-up Revolution Glitzer-Dinger und ich gucke mal, was am besten passt. Ich glaube, ich nehme tatsächlich dieses Pink in der Mitte, weil die habe ich auch noch nicht getestet. Ich hatte noch keinen Anlass, wisst ihr, und ich benutze keine Produkte einfach so, ohne irgendwas, ohne einen Plan, sag ich mal. Ja gut, das ist jetzt echt ein tolles Augen-Make-up. Dieses richtig schön knallige gefällt mir Hammer. Mein Freund wäre da dann natürlich nicht absolut. Wisst ihr, diese Scheißteile, die sind eh zu groß, da mache ich immer diese Kartonage auf und das ist perfekt dafür. Also falls ihr so Augenbrauenrasierer habt, wo ihr keinen Nutzen von habt für die Augen, dann schön ab die Post. Ich benutze diesen Pinkton hier in der Mitte mit meinem Finger und tupfe mir das Glitzer mal einfach da auf. Ich hoffe, ihr seht das. Ich hole euch ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass das schnell eintrocknet. Und mir ist tatsächlich sowas lieber. Sowas Schnelles. Schnell, zack, zack, drauf. Gut ist. Ich gucke jetzt mal, ob ich das auch wegfegen kann. Ja. Lässt sich auf jeden Fall besser wegfegen als das Glitzer hier. Und dann würde ich auch sagen, mache ich mir einen Lidstrich, damit das Krasse ein bisschen wegkommt und dann hole ich euch noch mal dazu, wenn ich falsche Wimper drauf habe, denn dann kommt der Lippi dran. So, ihr Süßen, die Wimpern kleben. Ich muss noch mal einen schwarzen Strich drum herum ziehen, denn der Wimpernkleber ist ein bisschen ausgelaufen. Das macht aber nichts, ist nicht ganz so dramatisch. Ich gehe heute nicht feiern. Ich benutze noch zum krönenden Abschluss, sage ich mal, von MAC Candy Yum Yum. Ich wollte diesen Lip Liner eigentlich nie haben, weil ich benutze so selten Lip Liner. Meiner Meinung nach hätte es kein Muss sein müssen, aber es gab es in Kombination mit dem MAC Lippenstift für 10 Euro, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich weiß auch nicht, was die Leute an diesem MAC Lip Liner so gefeiert haben, dass ihr euch ein Permanent-Make-up macht oder. Keine Ahnung. Ich benutze ihn jetzt, weil ich ihn einfach da habe. Also immer schön die Augen zuerst bei so knalligen Tönen und dann das Gesicht. Ich habe das ganze Glitzer hier hängen. Dann kennen die Yam Yam, das ist so eine geile Farbe. Ich hoffe, das Pink steht auch im Fokus. Ich denke aber schon. Ich könnte ja mal meine Messi-Haare aufmachen. Ja, das wäre mein fertiger Look. Das haben wir aber gut geschafft in 15 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet Bock drauf.
Es hat euch gefallen, es ging rucki zucki, also Festival kann kommen. Da kriegen wir rucki zucki einen Look zusammen kreiert, der Overdress des Todes ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt kommt mein Aufgebraucht-Video. Im Anschluss also werdet ihr das Make-up nochmal sehen. Bis Danny, ciao!